Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Patientinnen, liebe Patienten, liebe Angehörige, anlässlich des diesjährigen Cancer Survivors Day, der ja leider wieder im virtuellen Format stattfinden muss, haben wir uns überlegt, dass wir einen Experten zu dem Thema Cancer Survivorship interviewen. Und ich darf Ihnen deshalb meinen Interviewpartner vorstellen, der in Freiburg gerade sitzt. Mein Partner ist der Professor Joachim Weiß. Er ist Inhaber der Stiftungsprofessur für Selbsthilfeforschung, die von der Deutschen Krebshilfe gefördert wird. Und er ist ein wirklicher Experte in diesem Thema. Wir arbeiten auch auf verschiedenen Ebenen immer wieder gut und gerne zusammen, Joachim. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du sofort spontan gesagt hast, du führst dieses Interview mit mir. Und ich glaube, wir können also ganz viel von deiner Erfahrung und auch von deiner Meinung profitieren und lernen. Ja, sehr gerne. Danke. Ziemlich genau 10 Jahren, es war 2011, allerdings im Januar, Ende Januar, gab es im UKE, und da habe ich noch im UKE in Hamburg gearbeitet, das erste Cancer Survivorship Symposium. Und für uns war das im Cancer Center damals so der Startschuss, dass wir uns wirklich auf allen Ebenen, ob körperlich oder psychosozial, mit den Belangen von Krebs-Langzeit-Überlebenden mal auseinandersetzen. Also so hat es eigentlich begonnen. Wie gesagt, ich überblicke jetzt diese 10 Jahre. Was hat sich denn für dich in diesen 10 Jahren getan in Bezug auf das Langzeitüberleben? Ja, also wenn ich diese 10 Jahre zurückblicke, dann muss ich sagen, hat sich schon einiges getan. Ich will vielleicht zu Beginn nochmal sagen, wir gehen ja davon aus, dass wir in Deutschland geschätzt circa 4 Millionen Menschen haben, die mit einer Krebserkrankung leben. Pro Jahr sind die Schätzungen, kommen etwa knapp 500.000 Neuerkrankungen dazu. Und aufgrund der immer besser werdenden Behandlungsmöglichkeiten und dadurch auch der Langzeitüberlebensraten wird die Anzahl der Menschen, die mit und nach einer Krebserkrankung leben, immer stetig weiter anwachsen. Wenn man jetzt dran denkt, dass vor 10 Jahren in Deutschland das Thema vielleicht auch mit eurem Symposium begonnen hat, muss man zunächst dazu sagen, dass wir in Europa und auch in Deutschland natürlich immer ein bisschen hinterherhinken. Das Thema ist zum Beispiel in den USA circa vor 20 Jahren schon angegangen worden. Aber das nur im internationalen Vergleich. Dafür haben wir jetzt mittlerweile doch einiges auch erreicht. Es gibt zum Beispiel auf der Ebene des nationalen Krebsplans beim Bundesgesundheitsministerium mittlerweile eine eigene Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema der Langzeitüberlebenden und den Überlebenden nach Krebs befasst. Das heißt, das hat auch mittlerweile Eingang bis in die Politik gefunden. Wir haben von der Betrachtung und auch von dem Umgang mit der Thematik, glaube ich, auch schon einiges gelernt. Wenn ich jetzt sage wir, dann spreche ich jetzt erstmal aus der psychoonkologischen Perspektive. Die medizinische Perspektive ist nicht mein eigenes Fachgebiet, aber auch da kann man feststellen, dass man eben Patienten heute auch entsprechend niedrig dosierter behandeln kann, gezielter behandeln kann, um eben Langzeitfolgen zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren. Im psychoonkologischen Bereich haben wir eben zunächst einmal das Wissen darum, was sind denn so die hauptsächlichen Langzeitfolgen. Und wir wissen, dass etwa 20-30% dieser Menschen tatsächlich unter Folgeproblemen leiden. Und diese Folgeprobleme sind eben vorrangig aus dem psychosozialen Bereich. Das sind eben Ängste, dass die Erkrankung wiederkommen könnte oder dass sie sich verschlechtern könnte, weil Langzeitüberleben heißt ja auch Überleben mit der Erkrankung.
Diese Menschen müssen immer wieder neu behandelt werden, möglicherweise, um das Tumorgeschehen im Schach zu halten. Und diese Menschen haben dann eben auch Angst, dass die Erkrankung progredient, also fortschreitend werden könnte. Also die Angst ist ein großes Thema. Die Depression im Sinne so, ich muss lernen, mit Folgewirkungen umzugehen. Diese Folgewirkungen, wie beispielsweise Polyneuropathie, die verschwindet nie wieder nach so und so vielen Jahren. Also muss ich lernen, das in meinen Alltag zu integrieren. Oder möglicherweise auch, wenn ich Organschäden habe, eine Kardiotoxizität, also Einschränkungen der Herzfunktion, dann muss ich lernen, das in meinem Alltag zu integrieren. Das führt dazu, dass viele Menschen eben doch auch in eine leichte oder mittelgradige Depression phasenweise verfallen können, dass sie Schwierigkeiten haben, sich langfristig an diese Einschränkungen anzupassen, mit den entsprechenden Konsequenzen, die sich dann zum Beispiel für die berufliche Situation, gerade bei den Menschen, die noch im Erwerbsleben sind oder wieder ins Erwerbsleben zurückkehren wollen, das ist eben bei den jüngeren Krebspatienten der Fall, dort hat sich eben oder zeigen sich dann diese negativen Auswirkungen, wenn ich eben immer hadere mit meinem Schicksal, wenn ich stimmungsmäßig mich nicht mehr freuen kann, weniger motiviert bin an bestimmten Veränderungen. Und vielleicht ein weiterer Bereich ist die Langzeitfatigue, unter der viele Menschen nach einer Tumorerkrankung leiden, wo man eben nach langer Zeit auch nicht mehr ganz genau weiß, was hat es denn nun eigentlich mit der Erkrankung oder den Folgen der Behandlung zu tun. Aber es schränkt einfach das Leben der Langzeitüberlebenden deutlich ein. Und das hat eben auch eine Überschneidung mit möglicher Depression und hat eben dann auch Folgen im Alltag, Alltagsbewältigung, berufliche Aktivität. Ja, und vielleicht das vierte große Thema wäre neuropsychologische Einschränkungen. Das heißt, diese Menschen haben als Langzeitfolge der Therapie sehr häufig Einschränkungen in den neuropsychologischen Funktionen, vorrangig Bereiche, zum Beispiel Kurzzeitgedächtnis, aber auch Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeit, also Aufmerksamkeitswechsel. Die können nicht so schnell zum Beispiel am Arbeitsplatz von einer Aktivität zur anderen wechseln, die kognitiv anspruchsvoll ist, brauchen dafür für verschiedene Dinge, man denke etwa an so einen Bildschirmarbeitsplatz, wo sie mehrere Funktionen bedienen müssen und dann haben sie meinetwegen noch Kundenkontakt und müssen immer sofort sich umstellen und das fällt diesen Menschen enorm schwer. Also das sind vielleicht erstmal so aus der psychoonkologischen Perspektive die Hauptprobleme dieser Gruppe und zumindest haben wir mittlerweile ein Wissen darum, wie das verlaufen könnte. Wir haben etwa Schätzungen, die allerdings noch nicht voll belastbar sind, diese Zahlen. Wie häufig tritt das denn eigentlich auf? Es besteht immer noch ein sehr großer Bedarf, dass wir erstmal feststellen, wie viele von diesen jetzt mal hochgerechneten 4 Millionen, die mit einer Erkrankung nach Krebs oder Krebs leben, wie hoch ist denn der Bedarf derjenigen, die zum Beispiel unter einem dieser Probleme, die ich gerade genannt habe, leiden. Also da ist, glaube ich, da haben wir auch eine große Aufgabe noch vor uns. Ja, also die Wahrnehmung dieser Problematik hat sich dann schon auch in deinen Augen verändert. Doch, ich denke, also die Kolleginnen und Kollegen sind sehr viel stärker sensibilisiert für diese Thematik. Mhm. Und je nachdem, an welcher Stelle sie im Versorgungssystem arbeiten, sprechen Sie die Patienten darauf an, wenn Sie Kontakt haben, geben auch Hinweise, was die Patienten selber vielleicht auch prophylaktisch tun können oder wo sie sich später hinwenden können, wenn sie unter bestimmten Problemen weiterhin leiden. Ja, genau. Also das kann ich voll unterstreichen. Also aus Medizinersicht sind wir weit davon entfernt, jetzt noch zu sagen, viel hilft viel, also, sondern wir sagen eher, viel kann auch viel kaputt machen und wählen jetzt doch schonendere Therapieverfahren und zwar in allen Modalitäten. Also wir reduzieren Chemotherapiedosen, wir machen Strahlenfelder kleiner und auch die
durch neue Strahlentherapieverfahren versuchen wir natürlich die Nebenwirkungen hinterher dann kleiner zu machen. Und auch die OP-Verfahren haben sich ja dahingehend verändert, Roboter assistiert und eben nicht mehr offen operieren. Da finde ich, hat sich tatsächlich viel auch im medizinischen Bereich verändert. Aber ich glaube, es gibt ja trotzdem noch ganz viel Handlungs- und Unterstützungsbedarf für diese Patienten, Patientinnen. Wo siehst du denn da den Bedarf und auch den Handlungsbedarf? Also wir haben zwar viele Probleme erkannt, aber wir haben noch kein wirklich gutes Versorgungssystem für diese Problemfelder. Man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass in der Regel, ich rede jetzt mal von der Gruppe, die letztendlich dann tumorfrei ist, also die nicht in einer palliativen Situation sich befindet. Mhm. Da gibt es einen Nachsorgeplan, dann werden die Kontrollabstände der Untersuchung immer größer und am Schluss tauchen die eigentlich nicht mehr an der primär versorgenden Einheit auf, werden in der Regel über den Hausarzt oder vielleicht auch über den Facharzt ambulant versorgt und da trauen sich diese Patienten oder werden solche Probleme oft gar nicht ansprechen. Das ist dann ein Thema, wie kann ich denn überhaupt identifizieren, wer leidet denn darunter? Denn gerade diese Probleme, nehmen wir mal das Fatigue-Problem, die Menschen finden sich damit ab, sie leiden im Stillen, aber sie haben das ein paar Mal angesprochen und der Arzt hat zu ihnen gesagt, ja, das wird schon besser werden. Und Sie müssen dann nur jetzt ein bisschen abwarten und nutzen Sie die Möglichkeiten, die wir Ihnen gegeben haben, Ernährung, Bewegung. Und wenn es aber dann nicht besser wird, dann gibt der Patient irgendwann mal auf und wird das Thema auch nicht mehr ansprechen. Das heißt, wir brauchen eigentlich ein System gerade für diese Patienten, die also letztendlich kein tumoraktives Tumorgeschehen haben, die aber gleichwohl eben unter solchen Folgeproblemen leiden könnte, wie identifiziere ich denn erstmal diese Gruppe, die auch tatsächlich möglicherweise eben Bedarf und Hilfe suchend wäre. Da gibt es noch keine klaren Vorstellungen, wie man das machen könnte. Die Screening-Vorstellung, dass man eben diese Problembereiche, die ich genannt habe, wir haben gute Assessment-Instrumente, aber wie kommt man an diese Patienten ran? Müsste man das über Hausarztpraxen machen? Müsste man das über Kliniken machen, die ihre ehemaligen Patienten anschreiben und einfach nach Bedarf oder Interesse fragen? Also hier wäre, glaube ich, erstmal viel zu tun für diese Gruppe. Dann haben wir ja Systeme, wo man, also Versorgungssysteme, wie zum Beispiel die Rehabilitation, die eigentlich von der Aufstellung her gut geeignet wäre, diesen Patienten vielleicht in bestimmten Zeitabständen Angebote zu machen, entweder ambulant oder teilstationär, um gezielt solche Langzeitfolgeprobleme anzugehen. Aber unser System der Rehabilitation ist dafür erstmal überhaupt nicht eingestellt. Das baut auf der Anschlussheilbehandlung oder Anschlussreha auf, hat dann vielleicht noch eine Festigungsmaßnahme, eine Zweitmaßnahme, aber das wird schon deutlich dünner. Also wir hätten Systeme, aber die sind erstmal durch unsere sektorisierte Versorgung gar nicht dafür aufgestellt. Insofern ist das der erste Schritt wäre eine Bedarfserfassung, eine systematische Bedarfserfassung erstmal für diese Zielgruppe, also die Patientengruppe, die letztendlich geheilt ist, aber die unter diesen Langzeitproblemen leidet. Natürlich muss man dazu sagen, dass wir nicht immer in allen diesen Fällen eine konkrete Therapiemaßnahmen haben, aber wir können denen dieser Gruppe anbieten, was kann sie selbst tun, um eben diese Probleme zu lindern oder zu lernen, besser mit ihnen im Alltag umzugehen. Also es wäre erstmal für die Gruppe, die quasi keine Tumorerkrankung aktuell mehr haben,
Da würde ich eben sehen, eine Bedarfserfassung, Screening, diese Patientengruppe erstmal zu identifizieren, wie viele brauchen von dieser großen Zahl denn tatsächlich Unterstützung. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es Gott sei Dank eine große Gruppe gibt, die eben auch keine Langzeitfolgeprobleme haben, die relativ gut wieder integriert sind in ihrem Beruf, in ihrem Alltag. Und vielleicht natürlich nicht auf dem Level sind, wie sie vor der Krebserkrankung waren, aber denen doch ein einigermaßen gutes Leben ermöglicht wird und die auch eine einigermaßen gute Lebensqualität in ihrem Alltag haben. Die Gruppe in der palliativen Situation sieht es etwas anders aus. Die sind natürlich in ständiger Behandlung. Da ist, vermischt sich sozusagen ein bisschen, sind das sagen wir, die brauchen Unterstützung, die haben zum Teil auch Unterstützung, weil sie ja regelhaft in einer Nachkontrolle sich befinden. Da ist Aufklärung angesagt, da ist Information an die behandelnden Ärzte beziehungsweise Kliniken. Das sind entweder die nachsorgenden Kliniken, je nach Tumorart machen das zum Teil die Ambulanzen der Kliniken selbst. Oder es machen die Fachärzte, die niedergelassenen Fachärzte oder die onkologischen Schwerpunktpraxen. Auch da, denke ich, ist sehr viel Aufklärung notwendig. Die hätten im Prinzip die Voraussetzungen, um immer wieder mal bei ihren Patienten nachzufragen, wie ist es denn eigentlich mit Depression, mit Angst, mit wie gehen sie mit Progredienzangst um, wie sieht die Fatigue bei ihnen aus. Da gibt es aber keine durchgängigen Programme. Die sehen natürlich immer den individuellen Patienten in seiner Behandlungssituation. Ich denke, da wäre erstmal Aufklärung, Information notwendig und die aufs Aufzeigen von möglichen Screening-Programmen. Da hätte man zumindest diese Leute, diese Patientengruppe sind ja dort in Betreuung und man könnte das, denke ich, da gut umsetzen. Ja. Vielen Dank auch für die kritische Anmerkung zur Nachhaltigkeit der Reha. Sehe ich genauso. Ich glaube, da ist ein großer Handlungsbedarf und da wäre aber auch großes Potenzial, die Patienten weiter zu unterstützen. Mhm. Absolut. Wir haben jetzt immer über die Patienten selber gesprochen. Wie sieht es denn mit Angeboten oder überhaupt Screenings auch für Angehörige aus? Also wir wissen ja auch, die Angehörigen sind genauso in der Nachsorge, also auch im Langzeitüberleben ihrer Partner, mindestens, wenn nicht mehr, belastet wie die ehemaligen Patienten. Ja. Wo gehen die hin? Also oder was gibt es überhaupt da in der... Also die Angehörigen sind ja noch sehr viel schwieriger zu erreichen. Die Angehörigen sind in der Psychoonkologie seit 30 Jahren, werden die thematisiert. Es gibt jetzt zunehmend auch mehr Studien zu der Gruppe, auch zu den Belastungen. Es gibt erste Coaching-Programme für Angehörige, dass man die unterstützt, jetzt mit den Möglichkeiten auch unserer neuen Medien, mit Apps oder webbasierten Unterstützungsprogrammen. Aber die Angehörigen, wo tauchen die auf? Natürlich sind sie in den Kliniken als Begleitpersonen, sind sie da in den Praxen möglicherweise auch. Aber primär ist natürlich der Patient der Ansprechpartner. Und die Krebsberatungsstellen, die ja auch eine Institution wären, die ambulanten psychosozialen Krebsberatungsstellen, eine Institution wären, die als Ansprechpartner für diese Probleme der Patienten und Angehörigen fungieren könnten, haben nur zu einem Bruchteil ihrer Klientel die Angehörigen. Die erreichen die nicht, obwohl natürlich bei jeder Krebsberatungsstelle steht, psychosoziale Beratung für Patienten und Angehörige. Also ich denke, die Screening-Programme bei den Angehörigen, es gibt natürlich, das Problem ist auch komplexer Natur, weil viele Angehörige scheuen sich natürlich auch davor, ihre Belastung anzugeben und wollen auch nicht unbedingt in solche Programme reingehen, wollen das vielleicht versuchen, über das System der Familie oder der Partnerschaft zu kompensieren. Also man hat auch bei den Angehörigen ein Erreichbarkeitsproblem, um die tatsächlich hier mit in solche Bedarfserfassungen mit aufzunehmen.
Also das wird gelingt zum Teil punktuell. Wir laden ja auch, wie ihr wahrscheinlich auch, immer die Angehörigen mit ein zu solchen Nachsorgeuntersuchungen. Oder im Bereich der Rehabilitation ist es eigentlich eher selten, dass die Partner mit in die Rehabilitation gehen. Die sind vielleicht am Ende der Reha, weil sie die Angehörigen abholen, weil sie die Patienten abholen. Wären sie erreichbar für ein Gespräch, aber das ist natürlich längst nicht ausreichend, um hier dann eine quasi Bedarfserhebung zu machen. Also diese Zielgruppe der Angehörigen, da müssen wir uns noch mehr Gedanken machen, vielleicht mit entsprechenden Studien zur Bedarfserfassung von Angehörigen, was punktuell in Deutschland in einigen Umfeld, also Kliniken, Versorgungsbereichen schon gemacht wird, aber wir haben kein umfassendes Bild über die Situation der Angehörigen in Deutschland, also der Angehörigen von Krebspatienten in Deutschland. Und dann ist es sicher irgendwann auch ein Ressourcenproblem. Also wir kriegen ja die Patienten zufriedenstellend betreut. Wie soll man die Angehörigen auch noch individuell betreuen können? Ja. Kommt dann sicher auch noch. Natürlich ein anderes Problem, wenn diese in gleicher Zahl zum Beispiel bei den psychosozialen Krebsberatungsstellen auftauchen würden, dann hätten sie ein Riesenkapazitätsproblem, weil sie eben gerade noch den Patientenansturm selber schaffen können. Und wir haben natürlich in Deutschland jetzt die Situation, dass wir erwarten, dass die Krebsberatungsstellen auch erweitert werden vom Angebot, weil sie jetzt über die Krankenkassen finanziert werden, zumindest zu einem großen Teil. Und da stellt sich auch die Frage, wie viel Beratungsstelle brauchen wir denn für Krebspatienten, wenn wir noch alle Angehörigen mit einbeziehen würden? Ja. Also das ist ganz richtig, was du da ansprichst. Da sind natürlich auch Kapazitätsgrenzen gesetzt. Ja, ja, absolut. Wir haben jetzt in den letzten Minuten ja viele Probleme aufzeigen können, die wir haben in der Versorgung von Krebs-Langzeit-Überlebenden und ihren Angehörigen, muss man ja sagen. Wenn du jetzt drei Wünsche frei hättest, Joachim, bei unserer Bundesregierung, was wäre das? Was würdest du dir jetzt wünschen für die Patienten, für die Angehörigen? Also ich würde mir in Bezug auf das Thema Überlebende wünschen, dass wir möglichst schnell eine möglichst bundesweite Bedarfserfassung durchführen könnten, dass wir dann die bedürftigen Patienten schneller mit einfachen Instrumenten identifizieren könnten und dass wir als dritten Wunsch dann unser wirklich gutes Versorgungssystem, wir reden ja von Wünschen, unser wirklich Versorgungssystem so quasi spezifisch auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppen ausrichten können. Mir liegen bisher noch keine Kostenschätzungen vor, weil man ja auch die Größenordnung noch nicht weiß. Das wäre natürlich ein erster Schritt, um es dann umzusetzen. Aber ich denke, wenn man bei einigen, man könnte zum Beispiel diagnosespezifisch mal starten, man könnte in Regionen starten, also es gäbe Modelle und diese Überlegungen werden ja auch in der Arbeitsgruppe Langzeitüberlebende beim Bundesgesundheitsministerium ja auch diskutiert, unter anderem auch die Bedeutung der Reha und welche Möglichkeiten hat die Reha. Also diese Wünsche hätte ich. Natürlich weiß ich, dass momentan andere Themen uns bestimmen, die Corona-Pandemie, dass momentan vielleicht diese Probleme eher zurückstellen, weil wir natürlich da immer noch sehr viel stärker in der Primärbehandlung sind, in der Rehabilitation direkt nach Anschluss. Aber ich denke, dass ein so hochentwickeltes Gesundheitssystem wie das deutsche Gesundheitssystem eben sich perspektivisch auch mit dieser Zielgruppe befassen muss. Gut, Joachim, dann danke ich dir ganz herzlich. Ich würde mir wünschen, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. In den nächsten Jahren hier wieder den Kopf frei von Corona haben. Das wäre mein Wunsch. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, dich um deine Meinung zu dem Thema zu fragen. Und
Liebe Grüße nach Freiburg zu Ja, dir. vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Ich danke dir für die Einladung zu diesem Interview. Alles Gute. Sehr gut. Tschüss. Tschüss.